Jahre mitdenken, mitreden und mitgestalten. 10 Jahre Dienstag. Ein besonderes Jubiläum, das man in der Zentrale der Steirischen Volkspartei mit seinen Gästen und zahlreichen Besuchern gefeiert hat. Wie alles begann? Zeit für einen kurzen Rückblick. Naja, man muss ja wissen, das ist ja zu einer ganz anderen Zeit entstanden, zu einer Zeit, in der es eine große Auseinandersetzung nach dem Verlust des Landeshauptmannes gegeben hat zwischen ÖVP und SPÖ. Und da war ein Wunsch da, der gelautet hat, machen wir ein Diskussionsformat. Damals war nämlich im ORF der Donnerstag in aller Munde. Und das habe ich zum Vorbild genommen und mit dem Betsy Beermann gesagt, könnte man nicht einen Dienstag machen. Und so ist der Dienstag entstanden und mittlerweile 10 Jahre alt. Der Dienstag ist eine Erfolgsgeschichte geworden. 99 Gesprächsrunden, 313 Podiumsteilnehmer im gemeinsamen Diskurs zu aktuellen und brisanten Themen. Diese Zahlen sprechen für sich. Ich denke, den Dienstag zeichnet aus, dass wir zu verschiedensten Themen immer interessante Referenten haben und dass unser Haus durch solche Veranstaltungen offen ist für jeden und für jede. Dass wir hier mit Leuten zusammenkommen, die vielleicht politisch ganz anders einzuordnen sind. Und dieser Austausch, diese Diskussion während der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, glaube ich, das ist das Markenzeichen von Dienstag. Das Ziel, sich vor allem auch mit kontroversiellen und vom Mainstream abweichenden Meinungen zu befassen, verfolgt die Partei seit Anfang an. So hat der ein oder andere Talk schon für manches Aufsehen gesorgt. Manche haben mich gewarnt vor der Veranstaltung Murkraftwerk im Vorfeld, ganz kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl. Ich habe gesagt, sollen wir das Thema angreifen? Ich habe gesagt, ja, wir greifen dieses Thema an, weil beide Seiten ja gute Argumente haben für ihren Standpunkt und die möchte man gerne hier hören. Sehr interessant war das Gespräch mit der Irmgard Gris. Es war ja im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl zwischen ÖVP und Irmgard Gris durchaus auch konfliktgeladen. Aber von solchen Debatten und Diskussionsbeiträgen nimmt man mit nach Hause, dass man nachdenkt. Und Nachdenken ist das Entscheidende, um vorzudenken und um eine gute Zukunft zu gestalten. Seit 2014 führt Detlef Eisel-Eiselsberg den Dienstag in der Parteizentrale fort. Eine besondere Aufgabe für den Landesgeschäftsführer. Naja, wir versuchen immer in größerer Runde ausfindig zu machen, was sind gerade die Themen, die bewegen, die diskutiert werden in den Gasthäusern, auf der Straße. Und wenn wir das Thema haben, dann sagen wir, wer wären die Persönlichkeiten, mit denen wir hier vor Ort am Podium dann diskutieren können. Idealerweise eine Pro-Stimme, eine Kontrastimme zum jeweiligen Thema. Und ich denke, es funktioniert. Ich würde am liebsten über zwei Dinge diskutieren. Das eine ist Digitalisierung, das andere Gutes zum Thema Landflucht. Mit jedem, der sich kompetent dafür interessiert. Kultur gegen Sport. Das hätte man schon erdauern, auch einmal nachweisen zu können, dass die Kultur weit mehr Leute besuchen, als so mancher glaubt. Das geht weiter, das ist ein wunderbares Podium hier, wo man mal ein bisschen auch seine Meinung sagen darf. Ich finde das ganz toll. Es ist eigentlich im Großen und Ganzen immer gelungen, dass wir das richtige Thema und die richtigen Referenten gefunden haben und so soll es weitergehen. Für interessante Gesprächsstoffe und Raum für Diskussionen ist also auch in Zukunft gesorgt.